Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rompton War 2 mit dem mächtigen Seleukidenreich. Und wir spielen die Tier-Challenge, das heißt, wir dürfen nur Tiere in die Armee aufnehmen. Und hier diese Armee ist noch quasi meine Anfangsarmee. Da sind noch, ich glaube, die Hälfte oder ein bisschen unter der Hälfte jetzt nur noch Einheiten, die Infanterie geschimpft wird. Und bereitet es auf Alter, was Tod. Ist denn los bei das euch? Allein ist nun eure. Eieiei. Naja, auf jeden Fall, Nun könnt ihr was mit ist denn los? Geistlosigkeit ist ja über mein Geistlosigkeit, du kannst mich mal. Genau, die Challenge hat es auf jeden Fall in sich. Ihr seht schon, also wir sind im. In welcher Runde? Warte mal, ich erinnere schon mal, welche Runde wir sind. Das sehen wir doch hier, oder? Nee. Warte mal. Übersicht hier müsste man sehen. Nein, also ich sehe es gerade nicht. Aufzeichnung hier. Runde 39 und wir sind gerade mal wieder auf unseren Anfangsding. Ja, wobei das da hat man am Anfang glaube ich nicht und das auch nicht. Aber wir und das auch nicht. Aber ja, für 39 ist das ziemlich miserablo. Ah, jetzt gehen wir wieder hier rein, weil das werden wir mit der Armee dann auch aufhalten können. Wobei hier haben wir noch zwei Pikiniere. Da haben wir nur eine Pikiniereinheit. Moment, da brauchen wir Unterstützung. Am besten diese Söhne-Bogenschützen. Dammit, ich habe überhaupt kein Geld mehr. Ein bisschen arg ärgerlich. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier hin. Und plünder mal. Genau. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich mich selbst unterbrochen hatte mit dem mit dem Tieren. Aber ich glaube, also bei den Tieren habe ich glaube ich jetzt alles gesagt. Gut, also ich würde sehr gerne den mein General noch ausnutzen. Der kann ja jetzt mit Stufe 4 bauen. Das Blöde ist, ich habe kein Geld. Oh, das ist doch nervig. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden. Und womöglich vieles zu vereinbaren. Heiraten? Eine solche Heirat ermöglicht erheblich Verbesserungen diplomatischer Beziehungen. Solch ausgereifte Worte haben ihren Platz. Doch kann ich dem Kern eures Vorschlags nicht zustimmen. Die ist nett. Nicht Angriffspakt? Okay. Kann auf zwei Säulen errichtet werden. Wir finden keine Einigung. Die Götter frohlocken über solche. Kein Tempel kann auf zwei Säulen. Ja, es ist gut. Also nächstes Mal komme ich nochmal. Seid gegrüßt, mein Freund. Und dann wir der besprechen dann. Sprechen alles, was. Ich bin sicher, eure Waren finden irgendwo Verwendung, aber nicht bei uns. Okay, das segnet unsere Besprechung. Wir haben zwar jetzt kein Geld mehr, aber aus den Handelsdingen werden wir noch einiges rausholen. Pergamon können wir nicht handeln, das ist nicht so schön. Rodos mag uns jetzt. Willkommen. Ich öffne euch. Scheiße. Auf unseren Märkten würdet ihr nicht viel verkaufen.
Och. Kein Tempel kann auf zwei Säulen errichtet werden. Ah, das habe ich schon mal gehört. Wir finden keine Einigung. Na gut, dann... Ja, schau, nächste Runde ist schon ziemlich, ziemlich hochgegangen. Also ziemlich hochgegangen. Ist immer noch lausig. Also es ist wirklich krass lausig. Ich gehe mal hier hin. Weil alleine würde der, glaube ich, nicht, obsiegen. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern sind bis zum Bersten gefüllt. Wenn sie sagt, unsere Schatzkammern sind zum Bersten gefüllt, dann will ich mehr. Oh nein, schade. So, nee, den werde ich jetzt angreifen und vernichten. Ich komme mit Ehre und Geschenk. Ja, ein Angebot, 2900. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Also erstmal, du hast mir den Krieg erklärt. Letzte Runde. Das heißt, wenn ich es annehme, dann bin ich halt nicht mehr felsenfest. Das ist übrigens auch was ich nicht sehr schätze an dem Spiel. Und zwar, wenn eine Partei, eine Fraktion mir den Krieg erklärt, dann erklärt sie mir den Krieg. Und wenn sie dann nächste Runde mir gleich wieder den Frieden erklärt, und ich den Frieden annehme, wieso sollte ich dann bestraft werden, indem halt meine Glauben oder meine Verlässlichkeitsbewertung sinkt? Das macht doch sowas von überhaupt keinen Sinn irgendwie. Naja, ein Sohn wird erwachsen, das ist gut. Politische Intrige, das ist nicht gut. Ich gehe mal hier hin. Kann natürlich den gerade nicht abfangen, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich erwarte eure Befehle. So, die löse ich mal auf. Du gehst mal weiter. Und du baust jetzt mal soll ich die Elefanten austauschen? Warte, die kosten 1000 ein. Warte, nee. Oh. Drei Streitwagen sollten eigentlich erstmal ausreichen. Habe ich halt wieder kein Geld, ne? So, zwei Fraktionen wieder angetroffen. Das ist ganz nice. Ikena minus 9. Okay. Na gut. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden. Und wo... Okay, die mögen immer noch nicht. Auf zwei Säulen errichtet werden. Wir finden keine Einigung. Ich habe denen doch letztes Mal Geschenk gegeben. Warum wird das hier nicht positiv angezeigt? Das ist seltsam. Ich würde ehrlich gesagt mal gerne das ausprobieren mit dem Heiraten. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern sind bis zu... Ah.
Da unten habe ich jetzt gerade nicht hingepinnt. Das war eigentlich abzuwarten oder abzusehen. Und dann, ja, es ist so eine weitläufige Karte. Das ist wirklich nicht sehr schön. So, wo ist denn, meine Schiffchen? Unsere Geschütze erwarten eure Befehle! Kann ich da landen? Weiß ich nicht. Ja, hätte ich können. Im Falle unseres Sieges, wahrscheinlich kommt er jetzt da. Mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danke. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja. Unseren Beitrag leisten. Er kommt von da. Ich erwarte eure Befehle! Was? Genau das habe ich eben gedrückt. Dankeschön. Doppelte Geschwindigkeit! Na, die sind schnell kaputt gemacht. Unser General wird angegriffen! Ein Stammeskrieger, ja. Gut. Sorry für die kurze Unterbrechung. Jetzt geht's weiter. So. Der kommt jetzt schon mal hier mit der Kavallerie rein. Jetzt muss ich mich halt ein bisschen beeilen. Aber das geht schon. So, das ist schon mal sehr gut. Tasten gehen hier hin, die gehen hier hin. Alles Kavallerie. Glaube ich auch sehr, sehr viel Fernkämpfer. Der feindliche General ist. Ernsthaft? Das ist echt ein bisschen assi. Aber ja, wenn er sich so dämlich verhält, okay. Also beide Generäle habe ich jetzt schon bekommen, das ist doch was. Wie ihr befehlt, sucht euch eure Ziele, Männer!
Gut, wir müssen sämtliche Munition aufbewahren. Also hier sehe ich momentan nur 2, 3 Fernkämpfer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, die Stammeskrieger sind schon richtig heftig. Habt ihr ja gesehen, wie die einfach so eine fette Schneise reingeschossen haben, bevor die wirklich was erwidern konnte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Meine machen auch schön Schaden. Der wird dann wahrscheinlich mich besiegen, also wenn ich das da hier überlebe. Er hat auch keine Munition mehr. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, meine Pikiniere sind jetzt weg, okay. Das war's dann jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Gut. Oh, wow. Cool. Das hatte ich auch noch nie. Okay. Wow. Das war jetzt interessant. Gut, Nabatea, wenn du Tyros nimmst. Aber was ist denn jetzt los? Irgendwas ist hier verkehrt. Okay. Alter, ich habe halt überhaupt kein Geld mehr. Die kann ich jetzt noch nicht angreifen.
Gut. So. Das ist mir jetzt gerade reichlich egal. Ja, für Tod und Ehre. Gut, also, ja. Das, ja, egal. Also, die Folge geht ja nicht mehr so lang. Also, ja. Egal. Steuersatz mache ich mal weiterhin hoch. Ah, das minus 1300 ist ja schon bisschen heavy. Jetzt haben wir wenigstens minus 1000. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden und womöglich vieles zu vereinbaren. Ja, es... zwei Säulen errichtet werden. Ja, Schnauze. Das Volk von Karthago heißt ehrliche Männer. Ich habe euer Angebot in Erwägung gezogen und festgestellt, dass es dem Volk Karthagos nichts nützt. Ja, stimmt schon irgendwo. Es nützt euch nichts, weil ich gerade ziemlich am struggeln bin hier. Puh. Beiden bekommen aber nichts. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall blanko. Jetzt kommt auch Galatien. Ich spreche das Wort aus, das einem Krieger am schwersten fällt. Marin. Friede. Es ist ein ehrbares Angebot an einen ehrbaren Feind. Oh. Diesem Bedingung. Schade. Aber gerade war doch 2000 noch voll. Gut, wir sind bankrott. Erhaltenes Geld 3700. Musste ich jetzt tun. 600, 1600, 2100, 3100. Natürlich komme ich zu dem nicht hin, ne? Das nervt so. Puh, puh, puh.
muss ich jetzt mal Steuer hochtreiben. Was mache ich mit denen? Wenn ich jetzt hier hingehe, dann geht er hier hin. Wenn ich da hingehe, dann kann der das angreifen. Dann kann der jetzt eh. Ich erwarte eure Befehle. Mal hier hin. Wie lautet euer nächster Befehl? Sorry. Ja, mit so Armeen muss man wirklich immer abwägen, wo man angreift und wo nicht. Alter, jetzt geht er da hoch. Ich glaube, ich spinne. Gut, dann machen wir das mal. Letztes Mal hat er ja hat er mich ja ein bisschen ausgetrickst. Der Blöde. So. Aber weißt du was? Warte, nee. Ich mach's genauso wie letztes Mal. Ich habe ja gerade überlegt, ob ich hier die Phalanx aufstellen soll und ihn einfach reinkommen lassen soll. Aber ich glaube, bis hierhin schießt noch der Turm, deswegen wollte ich das jetzt nicht so akzeptieren. Jetzt runter da. Oh nein, die schaffen es nicht. Oh nein, die schaffen es nicht. Ich will am liebsten neu anfangen. Unser General wird angegriffen. Ach, der heißt Leonidas. Lustig. Lass doch einfach die anderen zurück hier auf der Mauer. Lass die einfach gehen. Okay, jetzt ist alles wieder gut. Super. Okay, das ist gerade sehr gut, dass er nur hier reingeht. Sagte er, und in dem Moment sind die natürlich hier hingegangen.
Wir haben die Tore eingenommen. Jetzt macht er zwar wieder Feuerschaden am Turm, aber ja, jetzt hat er verloren. Gut. Unsere Tore sind komplett zerstört. Gut. Passt. 1200 hat er gekickt. Nice. Und obwohl ich am Anfang verpeilt habe, dass ich die Phalanx noch nicht unten hatte. 700, ja. Ich brauche Kohle. Kann ich das nicht automatisch machen? Kannst du nicht gewinnen. Das mit der 1300er Verstärkung. Ja, jetzt habe ich keinen kleinen Elefanten mehr. Aber ich habe immer noch die drei Pikinier-Einheiten. Das reicht halt locker. Das reicht halt locker. Bob. Steinschleuderer! Eure Befehle, mein Herr, Steinschleuderer! Gut, vorspulen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, das ist ja praktisch. Stammeskrieger wieder. Aber ziemlich unser klein. Unser General wird angegriffen! So, jetzt muss ich mal schauen, was der hier hat. Steinschleuderer. Stammeskrieger. Aber sieht eigentlich so aus, als hätte er nicht viele Fernkämpfer und das ist halt für uns einfach nur perfekt. Einfach perfekt. Lass sie mal schießen. Tut zwar echt nicht gut. Und die sollten jetzt mal anfangen zu schießen. Oh, wahnsinnig. Okay, alles klar. Kann ich verstehen, durchaus. Also, wer will denn den Tag überleben? Hier vorwärts. Du darfst auf jeden Fall wieder schießen, ne? Wieso macht er das? Will er sich hier Zeit kaufen oder was? Viel Zeit ist das nicht. Ich drücke mal einfach durch. Ich spann mal ein bisschen vor, weil ja, nicht sehr interessant.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Bye-bye. Ja, also, was haben wir da groß sagen, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also die Garnison hat schon einiges gesehen, ne? Ah, schön. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt aber auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, ihr könnt mich gerne auch im Stream besuchen, Montag und Freitag ab 5 Uhr und auch Fragen stellen und so weiter. Genau, dann... Ich werde ehrlich sein. Ich erhoffe mir Münzen als Zeichen eurer guten und anhaltenden Freundschaft. Ich auch. Ja, gleich tschüss. Ach. Ja, dann jetzt tschüss. Gut, mach's gut, bye bye.